Heute mache ich mit Michi ein bisschen Random Talk. Es geht unter anderem um die LGBTQ-Community 2021, ob wir ein CSD noch brauchen, wer der Mann und wer die Frau bei uns in der Beziehung ist, unser Interview in der Schwulissimo und viele kleine andere Dinge. Deswegen bleibt dran. Yo, hallo, hier ist wieder euer Salbuteur. Ein herzliches Willkommen an unsere neuen Followers und an unsere treuen Fans. Wir sind im neuen Jahr und natürlich ist heute auch wieder jemand mit dabei, ohne den das hier alles nicht stattfinden könnte. Der Michi! Ja, bin nur ihr! Wie ihr seht, sind wir auch gut reingerutscht. Eine Sache musst du noch machen. Was? Den Monitor drehen. Achso, ich guck wieder auf den Monitor. Ich möchte mich nicht die ganze Zeit selbst angucken. Nee. Every now and then. So, oh! Ach, was? Ich hab was vergessen. Short. Bam! Wir sind in der Januar-Ausgabe der Schwulissimo, das hässlichste Cover ever. Oh, ist wirklich hässlich. Sorry, Boys. Und zwar dort, schaut mal, wir haben es geschafft. We are the official stars, we are now printed models. Ihr könnt euch das an jedem Zeitschriftenkiosk anschauen. Wir sind das Paar auf der Januar, right? Wir sind Paar support auf der Month. Support the community. Hashtag yes, support couple the community. The couple of the month. Tobias und Michael. Nee, und ich wollte das kurz mal erwähnen, weil da ein paar interessante Sachen drinstehen, die uns zu unseren random Topics heute auch unter anderem führen. Okay. Uns wurde da unter anderem die Frage gestellt, wie wir darauf reagieren, wenn jemand bei uns fragt, wer ist denn der Mann und wer ist die Frau in der Beziehung. Ja, das hatten wir doch jetzt schon oft genug. Das hatten wir doch jetzt schon oft genug. Nee, noch nicht so konkret. Hä? Bereichsdominanz? Ja, aber also innerlich habe ich da schon Hass. Warum? Also wenn mich einer sowas fragt, kriege ich schon wieder innerliche... Okay. Was war das schon wieder bayerisch falsch? Das ist mir ein innerliches Würgen. Ja, aber tatsächlich. Mhm. Na, was soll das für eine Frage? Ich frag doch auch nicht nach, wie oft du deine... Aber sie meinen doch dein Gender. Hä, hey, nee, ich glaube, nein. Ich glaube, es geht nur ums, um eine rein, es ist eine rein sexuelle Frage. Echt? Ja. Das heißt, wer hält die Scheide hin und wer ist der Penis? Wer schiebt das Schwert in die Scheide? Und wer ist es bei uns? Ja. 2021 könnte man vielleicht die Rollenverteilung ändern, hm? Nö. Es bleibt alles so, wie das. Ah, oh, ich wusste, halt, stopp. Dieses Jahr halt, wird nur schöner für mich, nicht für dich. Warum? Nur für dich? Das finde ich wieder unfair. Naja, du musst schon ein bisschen geben. Möchtest du, dass dieses Jahr top wird für dich? Ja, ich bin dieses Jahr top. Und du? Nee. Ich hoffe, ihr denkt das ein bisschen moderner im Sinne des sozialen Geschlechts. Ach, du mit deinem sozialen Geschlecht. Ja, aber um was geht's denn, wenn diese Frage gestellt wird? Ja, weiß ich nicht. Es geht um Blödheit. Weil man sich einfach nicht vorstellen kann, dass es Rollenbilder fernab von Mann und Frau, die zusammenleben, gibt. Ja, beides ist doch da die Antwort. Also jeder hat doch beide Rollenbilder in sich vereint. Du stehst manchmal am Herd oder ich. Also, wer selber kocht, ist nicht ganz dicht. Das ist ja mehr ja, you. Das Problem ist so, du musst dann erstmal allen Idioten erklären, was überhaupt Gender ist. Mi wer? Ich würde mir ein Prosecco holen und mich erstmal betrinken. Mi wer? You wer? Und das hier ist I wear. Habt ihr verstanden? Das war ja witzig. Oh, das blendet ein bisschen. Ja, im neuen Jahr muss ich auch zugeben, versuche ich jetzt so ein bisschen männlicher zu sein, weil wir kriegen Kommentare wie diesen hier. Dealen wir hier mit Hate? Schwachsinn. Bei euch merkt man, dass ihr schwul seid. Klar, ihr seid weiblicher als einige Frauen. Euch nennt man Tunden. Ich bin schwul, männlich und mag männliche Männer. Bitte keine Videos mehr. Oh. Das echt Schöne ist daran, dass ich das bei Twitter gerade gepostet habe und wir sehr viel Rückendeckung kriegen. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und das zeigt mir halt, dass sich 2021 auch noch nicht so viel getan hat offensichtlich. Was definiert denn einen richtigen Mann? Ein richtiger Mann hat einen Bart, hat eine tiefe Stimme, redet so ein bisschen assi daher, rotzt auf die Straße, fickt ordentlich, aber, macht halt nicht so eine Videos, ja, aber das ist der sitzt um Gottes Willen nicht vor dem pinken Hintergrund. Ich glaube, das macht schon sehr schwul. Ich glaube, das ist der Hintergrund. But I love it. Ich finde ja den ersten Punkt völlig okay. Ihr könnt ja männliche Männer sein. Ihr könnt auch sehr maskulin wirkende Schwule sein. Ist doch wunderbar. Ja. Aber haltet doch einfach euer Maul und zieht nicht über Feminine her. Was soll denn die Scheiße? Das ist ja genau der Punkt, den viele nicht verstehen, dass die einfach ihre Fresse aufreißen und dann andere diskriminieren, weil sie anders sind, weil sie nicht dieser heteronormativen Norm entsprechen. Normative. Ne? Es muss nur hier reingehen. Es muss da rein. Es muss und bei jedem da draußen ankommen. Ja, heteronormative Norm. Deswegen sitzen wir hier und machen diese Videos. Hm. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also ich würde jetzt am liebsten gerne mal.
Ja, du lachst, aber ohne Scheiß, wenn ich sowas lese und das kurz verinnerliche, ich war wirklich sehr traurig deswegen. Also mich macht nicht traurig, dass mich jemand so angreift, sondern mich macht traurig, dass es immer noch da draußen ganz, ganz viel von dieser negativen Energie gibt und diese Menschen gibt, die sowas auch sprechen. Und dass wir immer noch dafür kämpfen müssen, was mich auch gut überleitet zum nächsten Thema, brauchen wir 2021 noch CSDs? Klar. Und ja, sowas zeigt halt wieder, wir brauchen Aktivität in und aus der Community heraus. Wir müssen grenzenübergreifend sein und alle erreichen. Letztes Jahr hat Polen ganz viel Scheiße gebaut, Ungarn hat Scheiße gebaut. Bunte Vielfalt brauchen wir. Wir brauchen Ganz bunte viel. Vielfalt und vor allen Dingen nicht nur zum Angucken, sondern das muss in den Kopf rein. Bunte Vielfalt im Kopf. Bunte Vielfalt im Kopf. Finde ich Das ist gut. ein sehr gutes Motto für 2021. Ja, ich versuche immer noch herauszufinden, was stört Leute daran? Also was stört Leute daran, dass man feminin ist und dass man sie dann haten muss? Also weil es steckt ja in jedem drin. Auch im maskulinen Mann Das ist ja genau das, was ich meinte. Jeder hat Anteile von femininen Zügen ja. in sich. Was auch gut ist, weil also es sind ja reine Stereotype. Das sind ja Dinge, die einem zugeschrieben werden oder die wir Leuten zuschreiben. Was ist typisch weiblich, was ist typisch männlich? Das wird ja nicht per se irgendwo vorgegeben, sondern das ist das, was durch eine Gesellschaft oder so durch soziale Strukturen entsteht. So, und das ist irgendwie das, was manche eher ablehnen und manche irgendwie befürworten, manche mehr verinnerlichen, andere nicht. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil als ich quasi frisch schwul war, also wusste, okay, ich stehe auf Männer, war ich auch eher nicht so angeturnt von Femme-Gays, also Leuten, die besonders Feminin schwul waren. oder feminin rüberkamen, Ja, dachte ich immer, ja, finde ich schwierig. Aber das Problem, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was dahinter steckt, war eigentlich, dass ich nicht wollte, dass andere Leute dann schlecht über mich reden, wenn ich auch so werde oder wenn ich solche Leute in meinem Umfeld habe, weil ich wusste, was für Kommentare da kommen. Und das ist doch schrecklich. Mich haben ja nicht die Leute per se gestört oder wie die drauf sind oder sonst was, sondern das, was von außen dann an einen herangetragen wird. Und das finde ich wahnsinnig traurig. Und das muss aufhören. Ja, aber wie kriegt man das denn raus? Na, indem halt, wie du schon sagst, die bunte Vielfalt in den Kopf kommt. Und ich glaube, um etwas in den Kopf zu bringen, muss man es von außen erstmal sehen und dann irgendwann reinlassen. Also ich meine, wenn du die ganze Zeit als Kind schon oder Jugendlicher konfrontiert wirst mit, es ist okay, wenn Männer einen Rock tragen, es ist okay, wenn Männer gebrochene Handgelenke haben, es ist okay, wenn Frauen aussehen wie, weiß ich nicht, wie Männer Ja, und dass du andersrum, halt dann dann, nicht mehr in dieses Stigma kommst, ja, dann wirst du das halt ist nie männlich und sagen, das ist weiblich, sondern es ist halt einfach alles gleich. ja, es sind alles Menschen und es Ja. ist eine bunte Vielfalt. Vielfalt. Da haben wir es wieder. Was sind denn deine Vorsätze für 2021? Ich habe tatsächlich letztens zu unseren Freunden ja gesagt, ich nehme mir vor, ein bisschen netter zu sein dieses Du. Jahr. Und dann haben mich alle ausgelacht. Ich musste selber ein bisschen lachen. Es ist Das halt möchte ich schwer ohne Herz. Wie soll man das erleben, wie du nett machen? sein möchtest. Ja. Naja, Glaubst du, dann. es gibt typische schwule Vorsätze, sowas Gays jedes Jahr sowieso machen? Der absolute typische Vorsatz des schwulen Mannes 2021 ist. Ist? Droh, kannst du hier wieder einblenden? Einwürfe? Ja, okay. Bitte kurz Ja, Trommelwirbel für genau. mich. Einen Partner finden. Oh, ja. Oder? Also, das ist doch so der klassische: Ich habe keinen Bock mehr auf Bumsen, ich möchte jetzt erstmal wieder Stimmt. jemanden zum Nuddeln haben, ich brauche jetzt einen Partner. Also, denke ich, ist der Vorsatz der schwulen, tinderigen, grinderigen Gays, einen Partner zu finden. Aber ist das nicht wahnsinnig druckerzeugend? Sehr. Also wirklich sich vorzunehmen, es muss jetzt dieses Jahr klappen. Ja, aber es wird dieses Jahr nicht klappen. Ich Warum? entzaubere euch. Es gibt keinen Partner für euch dieses Jahr. Aber das ist auch okay. Ja. Ihr habt ja uns. Ja, auch da passt es sehr gut. Bunte Vielfalt im Kopf bei den Schwulen während der Partnersuche sollte man beherzigen. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das fehlte mir 2020 tatsächlich sehr. Partner? Nee, war der soziale Kontakt zu Fremden. Also wenn man in einer Bar ist oder irgendwie sowas und man flirtet, man hat Augenkontakt mit einem, den man irgendwie interessant findet. Das ist halt was anderes, als wenn du halt bei Tinder nach links und nach rechts swipest oder bei Grindr dir irgendwelche Dickpics durch die Gegend schickst. Also ich glaube, da fehlt halt diese Komponente und ich hoffe ja irgendwie, dass wir diese Komponente dieses Jahr wieder zurückholen können, sodass wir halt auch den sozialen Kontakt untereinander mit fremden Leuten wieder tatsächlich. Fremde Leute erzeugen nämlich eine bunte Vielfalt. Was findest du so spannend daran bei fremden Leuten? Ja, aber ich meine, das ist ja dieses interaktive Kommunizieren. Ist ja nicht so dein, Ja, voll mein. oder? Es ist ja nicht Super. dein. Vor Ich allem mit finde, Fremden. I love it. I love it. I love it. Deswegen hat es mir dieses Jahr irgendwie total gefehlt.
Ja, letztes Jahr. Also ja, letztes Jahr. Wir sind ja schon in 2021 jetzt. Ne? Genau. Wieder 19% Mehrwertsteuer, jetzt können wir nicht mehr so viel ausgeben. Oh boy. Ja. Ich glaube halt, jeder braucht halt auch so einen bunten Moment. Also jemand, der halt sagt, er steht total auf maskuline Männer, hatte wahrscheinlich noch kein positives Erlebnis mit jemandem, wo er sagt, oh, das deckt sich jetzt absolut nicht mit meiner Wertevorstellung oder so und ich muss da vielleicht nochmal drüber nachdenken, weil ich glaube, so kommt man daran. Und ich weiß halt nicht, wie man solche Momente für solche Leute generieren kann, weil nur durch sowas kommst du halt weiter. Ja, man muss halt schaffen, dass jemand offen ist für sowas. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, weil wenn jemand schon so vorurteilbehaftet ist, ja, wie soll er dann sagen, okay, ich gebe mich dem Ganzen jetzt einfach mal hin und probiere das mal aus. Das wird er nicht tun. Nein. Wir denken alle in Schubladen. Das kann man ja irgendwie keinem verwehren, in Schubladen zu denken. Aber man muss halt eben versuchen, eben davon Abstand zu halten und eben nicht Schubladendenken anzuwenden. Und aber das ist so schwierig. Also, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber eigentlich wiederum ist es auch gar nicht so schwierig, weil man nur schaffen muss, in dem Moment, wo man die Schublade aufmacht, zu erkennen, dass man das gerade tut. Ja. Und dann macht man sie halt wieder zu. Ja. Ich wollte ja noch kurz darauf hinaus, gibt es in 2020 irgendwelche Dinge, die dir hängen geblieben sind, die besonders gut oder schlecht generell für die LGBTQ+-Community sind? Oder waren? Wir haben eine neue Fahne bekommen. Es ist nicht mehr nur der Regenbogen, sondern es sind neue Farben hinzugekommen. Wie sieht denn die neue Fahne jetzt aus? Na, die ist Können wir die mal hier einblenden? Oh. Siehst du? Also hat sich schon ziemlich viel auch in der visuellen Wahrnehmung gemacht, sodass die das Leute jetzt erstmal. Der bunte Mix wird noch bunter. Ja. Schön. Deswegen war das für mich so ein Highlight. Bei Zeit Online habe ich geguckt. Wir haben eine gute Sache in der Schweiz auf jeden Fall geschafft. Die Schweizer haben dafür gestimmt, dass Homophobie weiterhin abgeschafft wird. Das war schon Anfang des Jahres, das fand ich ganz gut. Und interessant finde ich auch, dass Steuererklärungsformulare jetzt geschlechterneutral Ach nee. werden sollen. Und der Papst hat doch was gesagt. Stimmt, der Papst hat auch gesagt, es ist doch okay, wenn man schwul ist. Ja, eben. Der Heilige Vater hat gesprochen. Ach, der Heilige Vater. Ah. Der Bundestag hatte beschlossen, dass Konversionsbehandlungen verboten werden. Ja. Auch sehr wichtig. Ja, die Niederlande haben auch beschlossen, ab 2024 gibt es keine Geschlechtsangaben mehr im Personalausweis. Auch eine ganz nette Errungenschaft, finde ich. Ja. Was vielleicht auch dazu führt, dass diese ganze Sache Mann, Frau irgendwie ein bisschen mal sich auflöst. Ja. Weg mit der Scheiße. Ja, das waren so ein paar Dinge. Und ich würde mir wünschen, dass du recht behältst, dass 2021 eine bunte Vielfalt wird. Dass wir vielleicht wieder CSDs haben, die tatsächlich auch stattfinden können. Letztes Jahr hat der Heilige Vater gesprochen, dieses Jahr spreche ich. Nehmt die bunte Vielfalt auf, in eure Herzen, in euren Kopf. Amen. Kirche abschaffen wäre auch nicht so schlecht, glaube ich. Ach komm. Ja, im Beichtstuhl habe ich dem Pfarrer eingelutscht. Im Beichtstuhl? Im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl habe ich dem Pfarrer eingelutscht. Oh Gott. So schlimm ist, dass Michis Geschichten ja auch immer wahr sind. Immer. Ja, wir werden 2021 natürlich weitermachen mit lustigen, bunten Videos. Jo. Wir hoffen, euch damit zu unterhalten und vielleicht eine kleine Prise Salz in die Wunde von Hatern zu streuen. Ist das nicht klar? So ich freue mich schon drauf. Ah. Jetzt mach aber Schluss jetzt hier. Kamera aus. Ist sie jetzt aus? Please clap. Soll ich jetzt feminin oder maskulin clappen? Feminin. Clap your hands and clap. Ah. Oh.